So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, jetzt geht's weiter mit Let's Play Metal Gear Solid Ground Zeroes. Ja, wir haben heute eine weitere und die letzte Mission für uns offen. Und zwar, es handelt sich hier um die streng geheime Mission, die wir da freischalten mussten. Um sie freizuschalten, ich kann euch jetzt gerne zeigen, das ist die Déjà-vu-Mission. Stell dir merkwürdig vertrauten Szenen auf den mysteriösen Fotos nach und begib dich zum Ziel. Okay, hört sich richtig komisch an. Um sie freizuschalten, erinnert ihr euch noch an den Part, wo wir in Ground Zeroes Kapitel diese XOF-Abzeichnungen da gesammelt haben? Wir müssen alle 9 Abzeichnungen sammeln und dann schaltet man diese Basis frei. Aber gut, starten wir. Die Atomwaffenbeseitigungsanlage auf Shadow Moses Island in Alaskas Fox Archipel. Solid Snake wird zu einer Mission in Dienst zurückgeholt, um sich um die größte terroristische Bedrohung zu kümmern, der die Welt je ausgesetzt war. Snake stürzt sich noch einmal in den Kampf allein. Aus Metal Gear Solid, 1998. Genau, wo ich mich auch schon so komisch gefragt habe. Irgendwie kommt mir dieser Text bekannt vor. Déjà-vu. 13. Juli, unbekanntes Jahr, Kuba. Ey, das ist aber cool. Die Original Metal Gear Solid Musik. Kept you waiting, huh? Some photos to your iDroid. Use them as clues to find the locations they show and recreate the scenes they depict. We're counting on you, Snake. Commence Déjà Vu mission. Hey, das ist richtig cool gemacht, meine Güte. Metal Gear Solid, 1998 Originalmusik und boah. Es ist einfach sich sehr verrückt vorzustellen, wie das alles so passiert ist. Okay, wir müssen das machen. Wir haben hier 7 Fotos. A surveillance camera with a green light. Aha. Okay. Where could it be? Diese Osterinselstatue. Die gab es, glaube ich, in diesem Gasraum da. Aus dem Originalen. Okay. A car. Okay. The last photo is missing. Oh, sorry. I forgot it. Snake, it should be on the back of the disc case. Or what about the manual? There's got to be a clue somewhere. Ja, es gibt hier ein Handbuch, soweit ich weiß. Ich muss da mal schauen. Schauen wir mal. Okay. Irgendwo muss es einen Hinweis geben, meinte er. Hideo. Ah, ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Die Metal Gear Solid Fans werden das auch verstehen, was da ist, was damit gemeint ist. Ich verstehe. Alles klar. So, befreien wir mal ganz schnell die Gefangenen. Hier kriegen wir dafür einen Bonus. Ist das jetzt wieder Chico oder irgendjemand anders?
Bitte, was? Das erinnert mich an... Genau, das erinnert mich an diese Szene, wo er auch der Fox-Style gesagt hat, bei Metal Gear Solid. Es ist unglaublich, Leute. Das erste Metal Gear kam 1987 raus und Ground Zeroes kam jetzt im Jahre 2014 raus. Es ist unglaublich, wie groß der Sprung war. Ihr müsst es euch mal bedenken. Es hat alles mit Pixeln angefangen und jetzt ist es hier. Ey, ist dieser Level so ein Easter Egg auf Metal Gear Solid? Also auf das Originale? Also Hideo Kojima hat Style, das muss man ihm lassen. So, wir müssen hier Fotos jetzt nachstellen. This is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP. This is a top secret black op. Verstanden. So, ich hoffe, die haben nichts dagegen, wenn ich die jetzt hier umbringe. Aber dieses Intro da am Anfang der Mission, das war richtig cool. Ich habe selber Metal Gear Solid, das Original auf der PS Vita. Und ich spiele es immer noch. Wie gesagt, es ist unglaublich, wie groß der Sprung war. Man muss sich das bedenken. Das erste Metal Gear kam im Jahre 1987 raus. Und wenn man das jetzt mit Grafik, mit Steuerung, mit der Story jetzt hier, das jetzt vergleicht. Also es hat sich richtig groß verändert. Eigentlich wollte Kojima keine weiteren Metal Gear Solid Teile machen, aber Konami bestand darauf, dass er noch weitere macht. Und deshalb hat er auch die Reihe sehr groß fortgesetzt. Wie gesagt, kein Wunder, dass dieses Spiel auch als eine Spiellegende in der Videospielgeschichte zählt. Was zum ist das denn bitte? Kojima Productions? Kojima Productions? What does that mean? There's got to be a reason that's there. Also da ich sehe da ein schwarzes Loch und Kojima Productions. Wo ist der Fuchs? Ohne den Fuchs ist Kojima Productions nichts. Oh, ein Scharfschützengewehr. Könnte ich brauchen. Dankeschön. So. Tschüss. Schauen wir mal da oben, was da gibt. Vielleicht müssen wir was mit Suchscheinwerfern oder sonst hin machen. Sieh einer an. Ich hatte recht. Kojima Productions. Das ist cool. Aber warum war es davor aber mit dem schwarzen Loch? Komisch. Ohne den Fuchs ist Kojima Productions nichts. Das muss man sich merken. Ah, okay. Jetzt kommen wir hier in dem Ding hier nahe. Das erinnert mich an irgendetwas. Wetten, wir müssen da eine Granate reinwerfen. Yep. Vulcan Raven. Yes. Just what I expect from the legendary snake. Wo man gegen den Panzer gekämpft hat und wo man ihn da mit Granaten erledigen musste. Oh ja. Dieser Bosskampf war richtig epic. Bei Metal Gear Solid Twin Snakes ist er auch richtig episch. Und das auch noch mit der richtig grandiosen Musik. Aber gut, wir haben schon mal den ersten erledigt. Jetzt müssen wir noch die anderen da schauen. Oh, was willst du jetzt von mir? Tschüss. Sag mal. So. Was sehe ich denn da? Metal Gear 2 Solid Snake? Also, dieses Spiel kenne ich ja, aber was hat es hier dann bitte schon verloren? Also ich glaube, wir spielen hier ein anderes Spiel und nicht Metal Gear 2 Solid Snake.
wieder ein Kojima Productions. Müssen wir wieder hier diesen gelben Fuchs machen, oder was? Tschüss. Also das ist ein bisschen komisch. Roter Fuchs? Ah, richtig, es gibt doch zwei von denen. Es gibt einmal Kojima Productions und von Kojima Productions LA. Kojima Productions LA, wenn ich mich nicht irre, die hat den Online-Modus für Metal Gear Solid-Spiele gemacht. Genau. Und ich dachte mir schon, roter Fuchs, hä? So. Ja. Warte mal, ich muss mal schauen. Hubschrauber und zwei Wachen. Wenn ich mich nicht irre, das ist dann die legendäre Hind-D-Szene. Das ist auch der Hubschrauber wahrscheinlich. Ich glaube, damit ist diese legendäre Hind-D-Szene gemeint, wo Snake dann fragt, ein Hind-D, was macht ein sowjetischer Hubschrauber hier? Sehr schön. Also wie ich das sehe, müssen wir uns hier auch von bestimmten Winkeln hier auch zu diesen Objekten auch anpassen, damit es dann erfolgreich dann synchronisiert wird. Also diese Mission ist richtig gut gemacht. Was ist das denn da? Eine Box? Nebelgranate. Ah, ja, genau. Das gab's auch am Anfang. Da lag in der Mitte von diesem Feld diese Chef-Granate, die Elektronik lahmlegt. Genau. Bei dem Originalen ist sie schon ein bisschen schwer zu holen. Also da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Also diese Mission ist richtig gut gemacht. Ist das es? Schalten wir den Strom aus. Ich hab's mir schon gedacht, dass es Mantis ist. Psycho Mantis, dieser legendäre vierter Wanddurchbruch, wo er dann deine Speicherkarte liest und dann sagt er, du magst also Castlevania-Spiele, du magst also Hideo Kojimas Spiele und so weiter und so fort. Dieser Moment war einfach richtig grandios. Kein anderes Spiel vor Metal Gear Solid hat das gemacht. Ja, das möchte ich auch machen. Ich möchte alle Szenen hier freischalten. So, der wird jetzt zum Generator wieder hinlaufen. Sorry, Mann, aber das wirst du jetzt nicht machen. Okay? Komm her. So. Oh! Metal Gear Solid. The light on that gun. It's different. That gun's light is an unusual color. I wonder what it's used for. Warum steht da Metal Gear Solid auf einmal? Metal Gear Solid. Snake's 3D model was made up of 690 polygons. Are you an otaku too? Otakon. If we make it through this, I'll tell you. Das hat David Hayter gesagt. Metal Gear
nach dem Kampf von gegen, wer ist hier nochmal? Sniperwolf. Was ist das für ein Licht? Kann ich damit was machen? Anleuchten oder sowas? Oh! Wie, ist das jetzt so einfach verschwunden oder wie? Okay, kann ich jetzt damit die Logos jetzt entfernen oder was? Das sehe ich auch schon, was? Was steht da? Metal Gear Rising, Revengeance. Metal Gear... What's that? Metal Gear Rising. Metal Gear... Anleuchten. Looks like that's nothing special. Ach so, ich habe einige Gerüchte gehört, dass diese Mission angeblich eine Botschaft von Hideo Kojima ist, dass er hier sagen möchte, dass die wichtigen Metal Gear Spiele jetzt verschwinden werden und die unwichtigen sozusagen jetzt übrig bleiben. Ich habe davon gehört, weil nach diesem Konami-Debakel da, was da passierte, also er hat sozusagen das Kommen sehen, was da passiert ist. Da ist schon diese Statue auf der Osterinsel. Genau, die war in dieser Gaskammer. Wie, du kannst dich nicht erinnern? Ich kann mich daran erinnern. Gibt es hier irgendetwas? Ist das jetzt was? Also Chico ist sozusagen da tot. In dieser Mission. Aber ist das jetzt was? Wieder Foxtai? Ey, was habt ihr mit euren Foxtai? Yep. Wow. Das ist cool. Snake, you okay? Fox dies. But the Fox Engine came out on top. Thanks, Fox Engine. Richtig. Die Fox Engine, das ist diese neue Engine, auf der Ground Zeroes und Phantom Pain laufen. Also Ground Zeroes läuft auf dieser Engine und Phantom Pain wird auch auf dieser Engine laufen. Das war jetzt so ein richtig cooles Easter Egg, dass die Fox Engine es schafft, jetzt die ganzen Reparaturen jetzt durchzuführen. Das ist richtig cool. Aber wie gesagt, Leute, also ich habe Gerüchte über diese Mission gehört, dass angeblich Hideo Kojima jetzt sagen möchte, dass die mich entdeckt haben. Ja, nein. Er will mit dieser Mission jetzt sagen, dass die wichtigen Metal Gear Teilen jetzt verschwinden werden. Die werden rausgelöscht und sein Name wird sozusagen auch ausgelöscht und die unwichtigen werden dann übrig bleiben. Wie gesagt, vor allem nach diesem ganzen Konami-Debakel, der da passierte. Ich kann mir schon denken, dass er das irgendwie vorausgesehen hat, dass das sowas passiert. Ich bin mal gespannt, wie das in Phantom Pain sein wird. Anfangs war es noch so geplant, dass Ground Zeroes mit Phantom Pain rauskommen soll.
Aber dann hat Konami mit Kojima irgendwie, sag ich mal, jetzt Unstimmigkeiten gehabt. Und die haben das jetzt separat rausgebracht. Also kann sein, dass die, dass dort etwas passiert ist, wie gesagt. Kann sein. Vielleicht hatten die Streit oder sowas. Man kann nie wissen. Moment mal, wo lauf ich überhaupt hin, verdammt. Es gab da dieses Foto mit der Kamera. Das heißt, ich muss irgendwie mich an die Kamera reinschleichen, so eine Art. Vielleicht hiermit oder so? So vielleicht? Das haben wir auch geschafft. Sehr schön. Jetzt fehlen uns noch. Lass mich kurz erinnern. Welche müssen wir dann noch schauen? Diese. Und wo muss ich da fahren? Der Hintergrund sieht mir nach so einer Art aus wie die Brücke oder sonstiges. Das hat Meryl gesagt. Also diese Mission ist eine ganz große Anspielung an Metal Gear Solid. Richtig cool gemacht. So vielleicht? So, das haben wir jetzt hinter uns. Die legendäre Snake Liquid. Ich wünschte, die hätten da lieber David Hayter noch gelassen, anstatt jetzt Kiefer Sutherland. Das hat viele Fans immer noch gestört, dass Hideo Kojima jetzt David Hayter einfach wegschicken lassen und hat jetzt statt David Hayter jetzt Kiefer Sutherland jetzt da reingeholt. Und ich selbst finde das auch nicht so gut von ihm. Ich meine, es hat mit David Hayter angefangen und es muss auch mit David Hayter enden. Also, Hideo Kojima hat da eine nicht so gute Entscheidung gemacht. Wir müssen noch diese anderen Logos hier noch finden. Uns fehlen jetzt noch ein paar. Was sehe ich denn da, bitteschön? Portable Ops. Portable Ops, Mann. Ernsthaft? Ja, stimmt. Kojima meinte, dass Portable Ops und Rising nicht zu der offiziellen Timeline von Metal Gear Solid gehört. Ich habe aber Metal Gear Solid Portable Ops gespielt. Und das ist wirklich gut. Und ich finde, das passt zu der Timeline. Ich weiß nicht, warum Hideo Kojima das nicht anerkennt. Ich meine, klar, er hat daran nicht offiziell gearbeitet. Aber trotzdem, das zählt dazu. Metal Gear Exit. Metal Gear something something. Das ist ein Kartenspiel, das gehört definitiv nicht dazu. Ja, weil daran hat Kojima auch nicht gearbeitet. Aber was sehe ich denn da, bitteschön? Was ist das? Sons of Liberty. Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Snake's model was 3800 polygons. Something to believe in and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Das hat auch David Hayter gesagt. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Auch ein sehr gutes Spiel. Good. You erased a marking. Looks like there's more of them. You might be able to erase the markings, but the memories will never disappear. Das stimmt. Das stimmt. Damit will auch Kojima auch nicht nur den Fans das sagen, sondern auch Konami, die da auch versucht, den Namen von Kojima aus Metal Gear Solid Reihe
zu streichen. Ich weiß, ich möchte ungern hier fluchen, aber ich sag nochmal, fuck Konami und das, was die da angestellt haben. Ich bleibe bei Hideo Kojima. Snake Eater. Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Snake's model was 4800 polygons. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives. Oh ja. Die Worte von The Boss. Snake Eater. Snake Eater, der beste Teil der ganzen Reihe. So, lass mich mal kurz überlegen. Wir haben Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Snake Eater. Jetzt will nur noch Guns of the Patriots und Peace Walker. Landing zone confirmed. Roger that chopper request. It's headed your way now. Metal Gear Rising ist eigentlich ein richtig gutes Spiel. Ich habe das auch gespielt. Und es ist auch richtig gut. Also ich weiß nicht, warum jetzt Hideo Kojima jetzt sagt, das ist nicht Canon. Ich finde Portable Ops und Rising sind Canon. Vor allem Rising. Ey, wartet da, bis wir da sind. Rising wird euch einfach umhauen, was da passiert. Richtig verrückte Bossfights. Richtig gute Grafik und die Steuerung und so weiter und so fort, alles richtig gut gemacht. Und Portable Ops, Leute, wenn ihr das auch spielen wollt, spielt Portable Ops, vertraut mir, das ist richtig gutes Spiel. Das gehört zu der Timeline, meiner Meinung nach, das muss dazu gehören. Okay, das ist die Peace Walker Musik. Ich kann mir schon denken, wo das sich befindet. Ja, das kenne ich noch. Das ist, wo du wieder draußen warst. Und der dann, wie gesagt, hat, Vorsicht, hier sind Minen. Da fragte ich, wer bist du denn? Einer deiner Fans. Wer das aber gesagt hat, das will ich euch nicht spoilern, Leute. Also wer von euch Metal Gear Solid nie gespielt hat, spielt es. Tut mir einen Gefallen, spielt es. Habe ich mir gedacht. Ich hätte schon so ein Gefühl gehabt, dass da etwas ist. Diese Peace Walker Musik ist richtig cool. So, Minen sind erledigt. Jetzt können wir weiter. Also Peace Walker haben wir. Jetzt wird noch ganz über Patriots. Oh, Moment. Was ist das denn da? Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. From 2D to 3D. Then voice. And freedom of movement. Facial expressions too. I guess your face has a few new wrinkles, but I've never seen more emotion expressed through it. Joy and rage, too. What an age we live in, huh, Snake? Wonder what they'll think of next. Ja, du kannst genau abhauen. Ich brauch dich im Moment nicht.
Können wir das löschen? Ja. Okay, das gehört auch dazu. Ist ja auch logisch, weil ich meine, da hat auch Kojima gearbeitet. Ghost Babel. Das ist ein Gameboy-Spiel, die das originale Skript von Metal Gear Solid übernimmt. Ja, natürlich, weil daran hat Kojima nicht gearbeitet. Ach, jetzt fällt mir das ein. Metal Gear 1 und Metal Gear 2 Solid Snake. Das müssen offizielle sein. Wenn nicht, dann... Ja, dann ist es nicht. Aber Metal Gear 1 und Metal Gear 2, das müssen sein, weil daran hat Kojima gearbeitet. Ich meine, das ist der Beginn. Metal Gear Solid Touch, das war ein iPod-Spiel, das Metal Gear Solid 4, glaube ich, übernahm. Da musste man so eine Schießpassage machen. Ja, daran hat Kojima nicht gearbeitet. Schau mal an. Oh, wer scheißt da, bitteschön. Snake was just 16 by 32 pixels and only 4 colors. Miller here. Be careful not to let the enemy detect you. Over. 16 auf 32 Pixel, Leute, ihr müsst das euch mal überlegen. Nice work. Wie groß der Sprung ist. Meine Güte, das ist einfach richtig verrückt. Someone's in the outhouse. Some soldier with stomach trouble? I think he's gonna be a while. Oh Mann. Better leave him alone. Da ist Johnny drin, meine Güte. Boah, Mann, jetzt hör auf, da zu scheißen. Mir wird gleich schlecht, meine Güte. Ja, wir wissen alle, wer da drin ist. Aber 16 auf 32 Pixel. Und heute sind das schon viele Pixel. Also, ihr seht schon, wie groß der Sprung ist. Ich glaube, in der Zukunft wird es so sein, dass wir wahrscheinlich die virtuellen Charaktere in unsere reale Welt jetzt sozusagen jetzt synchronisieren können. Und die werden dann an unserer Seite hier dann stehen und mit uns dann sprechen und so weiter. Metal Gear 2. Solid Snake. Das gehört offiziell. Snake was 16 by 32 pixels and 8 colors. When making decisions on the battlefield, there's no single right answer. Just trust your own judgment. Over and out. Richtig. Another one gone. That's the last. Not yet, Snake. It's not over yet. Ja, das stimmt, weil uns fehlen noch ganz viele Patriots. Weil daran hat auch Kojima gearbeitet. Und das zählt auch als die offizielle Abschluss der Metal Gear Solid Reihe. Moment mal, was sehe ich denn da, bitteschön? Zwei weitere. Metal Gear Arcade. Das ist ein japanischer Automatenspiel, das sich auf Metal Gear Solid 4 basiert. Daran hat Kojima nicht gearbeitet, nein. Das ist so eine Pachinko-Maschine. Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. Snake's model was 14,000 polygons. Boah. 14,000. Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. Der letzte. You did it. You erased all the markings. But every one of them will always be with you. You seem to be a fan of Hideo Kojima games. Thank you for all your support. Seht ihr? Also die Gerüchte stimmen. In dieser Mission wollte Hideo Kojima sich von uns abschieden und uns danken, dass wir ihn so groß unterstützen. Also das ist sein Abschied von uns. Er wusste, dass jetzt das Ganze passiert und dass die wichtigen Teile jetzt in Vergessenheit geraten und dann entfernt werden, während die unwichtigen bleiben. Aber ich finde, das soll so nicht sein, weil Metal Gear Solid ist eine Videospiellegende, die einfach nicht zerstört werden kann, weil es hat jetzt einen großen Meilenstein gesetzt und ich finde, das muss jeder Gamer, egal ob jung oder alt, das muss jeder spielen. Weil, wie gesagt, das ist nicht nur ein Spiel, das ist ein Spiel mit Gefühlen, die dich leitet und die auch verschiedene Botschaften versucht rüberzubringen, was man verstehen muss. Und das finde ich richtig toll an Metal Gear Solid. Also Leute, tut mir einen Gefallen, wenn ihr irgendjemanden kennt, der das noch nicht gespielt hat.
Seien es eure Eltern oder Brüder oder Schwestern oder Freunde oder sonstige. Sagt ihnen, die sollen das spielen. Vertraut mir, die werden es nicht bereuen. Ich werde auch auf jeden Fall weiterhin bis zu meinem Tod Metal Gear Solid Spiele spielen. Das ist auf jeden Fall keine große Frage. Those mice are Alaskan field mice. No, they're not. Master, are you feeling okay? Wollte ich auch fragen. Gut, wir haben alles geschafft. Alle Logos entfernt. I guess it all worked out in the end. Yep. Auf jeden Fall. Rang C? Ja, okay. Das liegt daran, dass ich da entdeckt wurde. Kann ich verstehen. Die Mission war richtig gut. Vor allem auch dieser Abschied mit Hideo Kojima. Über 20 Jahre hat er das Ganze gemacht. Einfach verrückt. Not yet, Snake! It's not over yet! Was passiert hier? Impressive work, Snake. Mission complete. Is not what I'm here to say. Believe it or not, the real mission starts here. Huh? This is not Master Miller. Snake, you're too late. It's me, dear brother. I'm gonna ask you some questions about Metal Gear Solid 1. Oh. If you answer all of them correctly, then and only then do you truly clear this mission. I'll even throw in a special bonus. Okay, für Bonus bin ich immer bereit. Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? But you'll have to solve the rest of this riddle yourself. These questions will test your knowledge of the original Metal Gear Solid from 1998. Okay. The difficulty level is normal. Get just one question wrong, and the mission is over. There are no continues, my friend. Don't even think about looking up the answers online, or I'll know. Werde ich schon nicht, keine Sorge. Okay, dann Leute, ich versuche das mal. Ich habe jetzt... Ich kann jetzt nicht alles aus der Reihe, aber ich tue mein Bestes. Question? Los geht's. Welche Insel hat Solid Snake in Metal Gear Solid 1 infiltriert? Ja, Shadow Moses natürlich. Correct. Question? Welchen Spitznamen hatte die ferngesteuerte Rakete? Nikita war das. Correct. Question? An wen musste man sich per Code wenden, wenn man den Spielfortschritt speichern möchte? Das war Mailing. Correct. You're pretty good. Dankeschön. Question. Welche Behandlung erhielten die Spezialeinheiten der nächsten Generation, die am Aufstand? Das war... Boah, lass mich kurz erinnern. Das war Gentherapie, wenn ich mich nicht irre. Cyborg? Nee, das... Ich könnte schwören, das war Gentherapie. Correct. Ja, richtig. Question. In welchem Stockwerk des Sprengkopflagers befand sich Otakons Labor? Das war der zweite. Correct. Question. Welche wahre Identität hatte Cyborg Ninja? Frank Jäger. Das weiß ich. Correct. Question. Als was lebte Snake in Alaska, bevor er wieder zurück in den Dienst berufen wurde? Das war dieser, dieser Mascha. Er hat sich um die Huskies gekümmert. Correct. I'm glad you remember. Question. Welche maximale Ladekapazität hatte der Aufzug in Sinnentum B? Ach du Scheiße. 3 Tonnen, 3 Personen, 30 Ravens. Ich gehe davon aus, das sind 300 Kilogramm, weil 300 Gramm ist ein bisschen wenig. 3 Tonnen gehe ich auch nicht davon aus. 300 Kilogramm vielleicht? Versuchen wir mal. Correct. Richtig. If you think you'll get the answer out of me, forget it. There isn't even any sodium pentothal here. Question.
Welche Art von Speichermedium gab der Armstack Präsident Snake? Das war diese Optical Disc, dieser optische Disc. Ich habe Metal Gear Solid 1 auf Englisch gespielt, darum verzeiht mir, dass ich hier was auf Englisch sage. Let's finish this. Have at you, Snake. Question. Welchen Titel trägt das Abschlussthema? The best is yet to come, natürlich. Correct. Most impressive. All correct. Excellent job. Dankeschön. I'll give you that special bonus I promised later. Something to look forward to. Okay, bin schon gespannt darauf. Thank you. Fox! Die. Dieser Kurs ist richtig cool. Aber ich gehe davon aus, dass es noch zwei Schwierigkeitsstufen gibt, weil es gibt normal und extrem. So the man does live up to the legend. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. Diese Mission war wirklich einfach eine der besten, die ich hier gemacht habe. Klar, die anderen Missionen sind auch richtig gut, aber diese ist einfach die beste, die ich jemals gesehen habe. Kann irgendein Videospiel auch sowas bringen? Ich glaube nicht, oder? Einfach wundervoll. So. Cool. Jetzt haben wir den Kostüm von dem originalen Solid Snake aus Metal Gear Solid 1. Hey, das ist aber cool. Naja. Gut, Leute, das war's jetzt mit dem Let's Play von Metal Gear Solid Ground Zeroes. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann beim Let's Play von Metal Gear Solid The Phantom Pain. Und dann werden wir erfahren, wie es dann weitergehen wird. Nochmals danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und wir sehen uns bei The Phantom Pain. Bis dann.